Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal spielen wir Killing Floor und zocken das mal ein paar Folgen lang, weil es ziemlich interessant ist, auch sehr gut bewertet bei Steam und erinnert so ein bisschen an Left 4 Dead. Wir müssen uns hier gegen verschiedene Gegnerhorden behaupten in Form von Zombies. Achtung, das Spiel ist nicht so zart beseitet, es geht ziemlich brutal zu. Deswegen schaltet ab, falls ihr das nicht, dem nicht ermöglicht seid. Oder wie kann man das sagen, Benny? Denn ich bin hier mit dem Benny von Slay Messe. Ja, genau. Hallöchen erstmal. Ja, es ist ziemlich brutal. Das spritzt ziemlich viel Blut und man kann auch Köpfe zerschießen und so weiter. Muss man auch, um die Monster überhaupt in Schach halten zu können. Ja, und ich bin DJ Scully, muss ich vorneweg sagen. Genau. Der coole Typ mit der Maske. Es gibt verschiedene Perks. Also einmal den Berserker, den Kommando, den Unterstützer und den Feldsanitäter sind sozusagen die Klassen im Spiel. Dann gibt es Ausrüstung und es gibt auch verschiedene Charaktere, die ich euch auch mal zeigen kann. Wir haben jetzt den Standardcharakter Anna Larif oder so heißt die. Und du bist DJ Scully, das ist der Benny, ja. Und wir haben hier noch verschiedene andere, Mr. Foster. Wir lassen aber jetzt mal die Tante hier. Hier können wir noch verschiedene Sachen austauschen und so weiter. Das zeige ich euch, dann werden wir sicherlich auch nochmal wechseln irgendwie. So, und wir starten mit der Map durch Paris in Flammen. Und hier geht es halt, wie gesagt, darum zu überleben gegen verschiedene Gegnerhorden. Und wir sind im Moment nur zu zweit, das ist gar nicht so prickelnd. Wir haben das Spiel schon mal angespielt, kann man dazu sagen, aber wir sind noch nicht hier gefahren in Oberpros oder so. Und deswegen erwartet nicht zu viel. Wir wollten es euch mal zeigen, wir haben hier super provisorisch aufgenommen. Wir sitzen hier den letzten Abend in L.A. am Tisch, an so einem, ja, könnt ihr vielleicht eine Roomtour sehen. Ja, genau, unser Esstisch eigentlich. Und es ist nicht gerade bequem auf den Holzstühlen hier, muss man sagen, ja. Aber geht. Ja, ist ein bisschen provisorisch vor den Laptops und alles. Also wir werden jetzt noch nicht das perfekte Aim aufweisen können, was wir sowieso nicht aufweisen, aber immerhin. So, wir wollen gar nicht lange rumquatschen. Also wie gesagt, provisorisch in L.A. hier am Aufnehmen, aber immerhin wieder ein 3D-Game und so weiter. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Lasst es uns wissen. Auf jeden Fall geht's jetzt los mit Killing Floor in 3, 2, 1 Sekunden. Und ein leichter Heuschnupfen ist auch noch am Start. So, das ist jetzt Paris in Flammen. Paris steht in Flammen. Und die Welle rückt an. 42 Gegner gilt es zu töten. Das seht ihr oben links. Da vorne gibt es auch eine Händlerin. Das erklären wir euch nachher noch. Aber jetzt wird erstmal ordentlich geballert. So, Nummer 1 ist down. Nummer 2 auch. Okay, wir brauchen einen guten Spot, wo wir uns besser verschanzen Lade können. Lade nach. Komm, wir können hier in das Café. So, es gibt am Anfang verschiedene Easy-Zombies, ja? Boah, die Karte sieht ja heftig aus. Du nimmst den einen Eingang, ich den anderen. Okay, let's go. Oh, da hinten ist aber auch noch richtige Gesellschaft. Am besten immer schön auf den Schädel schießen, wenn man es denn hinbekommt. Yeah, Zeitlupe. Das war der erste dicke Headshot hier. Wow, Alter, was wollen die alle von mir? Boah, es wird eng. Oh. Ich habe wieder nur die schlechte Waffe jetzt am Anfang. Oh mein Gott. Man muss sich nämlich erst hocharbeiten hier. Von Welle zu Welle kriegt man mehr Geld und kann sich dann Waffen kaufen. Ich werfe mal eine Granate. Bams. Bam! Der hat den Dicky zermatscht. Oh mein Gott. Yeah. Er hat mich in der Bredouille. Dicky hat einen Kopf weniger. Boah, was hier alles antanzt. Das ist echt heftig. Oh. Wir müssen hier raus, glaube ich. Wird ja, Facecam haben wir nicht. Dafür halbwegs gute Mikrofonqualität. Zack. Okay, sind nur noch 15, 16 hinter Benny. Oh. Kommt einiges. Ja, wir sehen schon verschiedene Gegnertypen. Einmal hier die ganz einfachen Zombies. Und manche haben auch ein Schwert. Es gibt Fettsäcke. Bam. Oh oh. Boah. Okay, ja, Muni leer. Ich Muni nur leer. Mit einer Pistole am Start, blöderweise. Boah, ich wurde voll gekotzt. Und die Munition ist leer. Okay, wir haben hier eine Heilspritze zum Glück am Start. Die kann man immer wieder verwenden. Die lädt mit der Zeit auf. Ja, genau. So sieht's aus. Ah, der ist so ein bisschen wie so ein Boomer aus Left 4 Dead. Also das Spiel endet Left 4 Dead sehr. Schade, dass wir es nicht mit anderen noch spielen können, aber da ist gerade mitten in der Nacht in Deutschland. Wir nehmen das halt, wie gesagt, hier von L.A. auf, ein bisschen provisorischer. So, und jetzt schnell zur Händlerin. Genau, jetzt können wir uns Waffen kaufen, beziehungsweise Munition auffüllen. Das ist noch viel wichtiger. Ja, und eine Nebeninfo, das Game gibt es bei Steam zu kaufen. Ja, für ungefähr 30 Euro oder 35 kostet die Deluxe-Version. Gab es kürzlich im Angebot auch, ist recht neu, also Killing Floor 2. Killing Floor 1 gab es schon ein bisschen länger. Gibt es ein bisschen Munition auch in so Kisten. Und wir haben hier Paris in Flammen. Das ist Paris ein bisschen nachgebaut. Die Karten sind recht groß. Und sie erweitern sich halt immer wieder, weil diese Händlerpunkte woanders sind. Und zwischen diesen Leveln können wir uns jetzt halt ausrüsten. So, jetzt können wir erstmal eine Rüstung kaufen. Die ist sehr, sehr cool. Ja, ich habe mal alles auffüllen gemacht. Das ist am einfachsten. Ich brauchte sowieso alles. Oh, und ich habe EMP-Granaten. Die setze ich doch gleich mal ein. Wo habe ich die denn? Sieht man lieber. Ach ja, unten rechts, da wird's angezeigt. 5 Stück. Ja, wir müssen uns auch noch ein bisschen reinfinden, ganz klar. Wir sind auf jeden Fall.
wie gesagt, überhaupt keine Profis oder so. So, ich bin mal gespannt, wie viele Wellen wir durchhalten hier. Okay, die Zombies kommen. In 5 Sekunden. Ja, und die steigern sich halt auch immer. Das ist richtig mies. Tja, so, wollen wir hier bleiben? Benny? Hm. Wo bist du? Gute Frage. Ah, da vorne beim Tor. Okay. 47 Feinde. So, wir können uns nachher halt auch noch Waffen kaufen. Das okay, da kommen sie. Einfach aufgefüllt, weil wir haben eh noch nicht genug Geld. Ich helfe nix gerade. Ich auch nun nicht. Da, der erste Headshot. Oh, und was hat mich hier von hinten an? Alter, Unsichtbare! Was zur Hölle? Unsichtbare? Was? Wow, den habe ich in der letzten Sekunde noch eine Schelle weggeblasen. Also die Typen mit dem Schwert, die sind schon heftig. Ja, die tun weh. Die tun echt weh. Ja, und die sind schnell. Immer schön auf dem Schädel, Benny. Immer schön auf dem Kopf. Ja, ich versuche es. Ist nicht warte so mal, leicht ich mit was für der Pistole die, hier. Guck mal hier, warte. So, noch ein Headshot und weiter geht's. Und da geht auch gleich was in die Luft. Ja, Mann, das hat gesessen. Okay, oh, einen habe ich den Schädel weg. Kleine Krabbelfiecher, wo kommen die denn her? Oh mein Gott. Die haben mich. Okay, der rennt weiter, obwohl er keinen Kopf mehr hat, wie so ein geschlachtetes Huhn. Jawohl, die war super. Gut, Benny. Wow. Oh mein Gott. Was kam da gerade für ein fettes Vieh bei dir? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Alter, nein. Nein. Die kommen gefährlich nah. 15 noch. Wir schaffen das. 10. Wow. Und du das weggelassen. Jawohl. Ich habe noch eine Granate. Die setze ich mal ein. Boah, hier sind Spinnenkreaturen. Alter. Und Wurzelrienchen. Oh, ich bei mir piept's wohl. Jawohl, ich helfe dir, nee. Ich helfe dir. Hinten, Flammenwerfer. Krabbelfieh. Der hat einen Flammenwerfer, Alter. Was? Wo? Spritz mir die... Oh, dein Dickerchen ist auch noch da. Und Dickerchen. Und ein Fettsack. Auf den Schädel, oh auf den Schädel ziehen. Ich versuche ihn mit einer Granate zu erwischen. Dickerchen ist platt. Habe ich erledigt. Jawohl. Dickerchen ist kein Granaten, Junge. Der ist kein Granaten, Junge. Oh. Ja, oh. Er schießt mich ab. Der mit dem Flammenwerfer. Ja, ganz genau. Oh Gott. Der. Ich helfe dir. Ich werf noch eine Granate drauf. Ich glaube, das war gut. Nein. Okay. Ja. Wir haben ihn. Ja, Mann. Okay, jetzt müssen wir weiter. Wir dürfen keine Zeit vertrödeln. Ja, erstmal handeln. Oh, es geht hier nicht mehr. Wir müssen woanders hin. Ja, ja, klar. Die Punkte ändern sich irgendwie. Also man muss dann irgendwie einen anderen Punkt erreichen. Boah, wie krass das aussieht. Also grafisch ist das natürlich jetzt nicht der Ultra-Shit, aber es sieht schon gut aus. Ja, kann man machen. Ne? Also ich habe schon ein bisschen Angst. Manchmal. Ja, in Paris. Wenn so viele also, von du bist denen ja auch ein Angsthase, Pfeffernase. Morgen kommt der Osterhase. Hilfe. Oh, Benny, nicht weinen wieder. Ach, hier sind wir wieder in der Bar. Kennen wir doch. Okay, nochmal auffüllen hier alles. Oh Mann, und das ganze Geld weg. Und jetzt kann man hier sich halt auch irgendwie Waffen kaufen. Noch ja, irgendwie. Genau, jede Menge Waffen aber gibt's hier. Aber wir haben eh noch nicht so viel Kohle, also... Nee. Deswegen spare ich mir immer mal die Moneten. Ich wünschte, ich hätte welche zum Sparen. Ja, das wäre schön, Benny, ne? Das wäre schön. Mhm. Okay. Sollen wir dann einen Kaffee... Trinken wir noch einen Kaffee vorher? ...bleiben? Was sieht denn hier an den Bildern? Oh. Oh. Oder nach hier hinten. Hm. Okay, ja, das Café Sekunden. War nicht so cool eben, muss ich ja sagen. Nee, muss ich auch sagen, leider. Also ich fand das eigentlich den Ort eben geil. Wo bist du? Ich bin neben dir. Ah, cool. Lass mal hier rüber. Es geht jetzt los. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Fluchtpunkt. Die ist hier oben. Wo bist du? Nee, das ist scheiße. Da kann man nicht flüchten nach irgendwo. Ja. Okay, ich immer neben die Straßen. Oh, da kommen sie schon. Ich komm von hinten. Über die Absperrung. Alter, das habe ich dann oh ja ganz mies, dass sie sowas können. Hier, einer rennt kopflos, die sie gehen. Der andere hat dich gleich. Yeah, jawohl. Schön. Du bleibst mal schön liegen, mein Junge. Cheat, 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 cheat. Die kommt doch noch aus Paris, die hohe Frau hier, die Spiele. Das scheint so. Oh, Alter, die sind ja mies, die sind so mies. Nein, ich häng drin. Nein, die Granate. Oh, du hängst voll drin, ich seh's. Ich werf eine Granate drauf. Boah. Achtung. EMP-Granate. Erstmal betäubt alle. Oh mein Gott. Die das Spinnen. Wird heftig. Das wird richtig heftig. Also das war kein guter Platz, wo wir hier gestartet sind. Nee, das war absolut nicht. Oh Gott, was geht denn bei dir? Elektroschocks vom Feinsten. Nochmal. Oh nee, das wird jetzt richtig unangenehm hier. Boah. Der hat mich hier gepackt gerade. Der oh, nein. Die packen mich alle. Nahkampf, Angriff. Oh, zersplattert. Ein Scheiß für Benny, brauch hier Hilfe. Ich brauche auch Hilfe. Oh Gott. Überall Krabbelfiecher. Hinter dir, Achtung, du musst da weg. Du musst da weg. Du musst wegrennen. Flammenwerfer-Team, bitte. Oh mein Gott. Das sind nur noch 21. Oh Gott, ich glaube, das wird nicht lange wehren. Boah. Gerade nochmal freigesprengt.
nicht getroffen. Doch, jawohl. Wo bist du? Wo bist du? Oh nein. Bin ich hier irgendwo. Ich komm in die Bar. Komm in die Bar. Okay, ich probier's. Ich gebe mein Bestes, Benny. Spritze rein. Da rennt dir was hinterher. Was Unschönes. Ja, ein fettes Vieh zufällig. Oh, ich hab ein richtiges Gewehr auf einmal. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Nein, Flammenwerfer-Typ. Oh Gott, das war... Oh mein Gott, ich treff's so nicht. Das wird nichts. Das wird nichts. Zeitlupe. Nein. Oh, ich werd angeschrien. Okay, den Dicky hab ich noch. Dicky hab ich noch. Spritze rein. Boah, letzte Sekunde, hat noch ein Lebensenergie. Wann stirbt es endlich? So. Ein Lebensenergie hab ich noch. Hier, die Schaufel nehme ich mit. Wo bist du? Wo bist du? Boah, wow, der Flammenwerfer-Typ 9. Ich heil mich mal schnell. Ich bin so tot. Weiter geht's. Brennen. Eins, eins, eins. Komm her, komm her. Ein Leben noch. Komm in die Bar. Kann ich. Wo bist du? Nein! Sarata wurde lebendig gehäutet. Boah! Der Typ im Flammenwerfer. Er hat mich. Ich muss hier weg. Benny, ich muss es sind nur noch 5 Feinde. Du kannst sie blätten. Ja, aber der mit dem Flammenwerfer ist hart. Der ist super hart. Erstmal die Kleinen. Scheiße, hätte ich mich da zurückziehen können, ein bisschen Lebensenergie wieder kriegen können, hätte ich es vielleicht geschafft, aber... Unsichtbarer? Oh mein Gott. Erwischt. Noch einer. Sehr schön. Nur noch 2 Gegner sind da. Schaffst du. Ich muss mich mal kurz heilen. Jawohl. So. Ja, das habe ich auch ein Krabbler. Gerade. Und jetzt nur noch der Fettsack. Beziehungsweise der mit dem Flammenwerfer natürlich. Wo ist er? Kannst du ihn sehen? Beobachtest du das Ganze gerade? Ja, ich beobachte dich allerdings nur. Okay. Da ist er. Da ist er. Er schießt. Boah. Ja, den musst du nur ausweichen eigentlich. Schön auf den Kopf immer. Ja, Mann, du machst es super. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Ja. Es explodiert. Jawohl. Sehr nice. Gehe zur Händlerin. Boah, da wurde ich richtig übelst umgemäht, ey. Ich hätte keine Chance, tut mir leid. Oh Gott, jetzt geht's hier in die U-Bahn, oder was? Oh oh. In die Metro. Ist ja keine gute Idee, würde ich mal sagen. Oh Gott. Wenn ich so an Horrorfilme denke. Pariser Metro? Warum, Benny, warum? Wir gehen ins Dunkle. Ist nicht so, dass man hier super flüchten kann. Hey, lass die Tür mal offen. Ja, ich habe auf den zweimal gedrückt. Hier können wir uns ausrüsten. Oh, ich habe aber viel, viel Geld bekommen, weil ich schon viele Gegner genervt habe. Oh, ich habe auch einiges bekommen. Okay, ich bin ausgerüstet. Ja, ich auch. Jetzt habe ich auch eine ordentliche Waffe. Belasse ich mal so. Hey, du hast eine gefunden, noch eine neue, ne? Genau. Ein Schädlingsgewehr. Oh, also so das Maschinengewehr. Ist ja das, was ich habe. Ja. So, wo gehen wir hin? Bleiben wir hier? Ich weiß nicht, die U-Bahn sieht ganz gut aus. Hey, die können jetzt von überall kommen. Warte mal, geht die Tür hier auf? Geht auf, guck mal. Oh, lass uns. Was ist denn hier für ein Gang? F ist übrigens Taschenlampe, falls dich interessiert. Ja, okay. Habe ich noch nicht gebraucht bisher, aber jetzt vielleicht, ja. Doch ziemlich dunkel hier unten. Ich folge dir mal. Okay, sie kommen. Oh, es geht los. Bleiben wir hier. Ja, wo bist du? Bin hier ziemlich weit gelaufen. Okay, da bist du. Oh, oh, ob das so gut ist hier? Hier gibt es 3 Gänge. Und verschiedenste Fluchtmöglichkeiten. Ah, das ist nicht okay. Gut. Nicht einengen lassen. Jeder eine Richtung. Ja, wir haben 3 Richtungen. Das wird schwer bei 2 Mann. Nee, aber nicht, wenn wir hier in dem Gang bleiben. Ich geh da hinten. Yeah, gut, er getroffen. Boah, hinten. Okay, das wird lustig. Oh, oh. Jetzt kriegt ihr was zur Überraschung, ihr Banner. Bams. Yeah, der hat gesessen. Jawohl, läuft gut. Ich hab hier meine Seite im Griff. Flammenwerfer-Typ direkt. Direkt am Anfang. Okay, das wird interessant. Warte mal, für den habe ich was Spezielles. Ah, ich habe ihn direkt erledigt. Sehr gut. Warte. Oh. Unsichtbare sind mein viel größeres Problem. Ja, Mann, das hat gesessen. Sehr nice. Komm, da geht noch was. Komm, da geht noch was. Oh, da kommt ruhig rein, ihr Säcke. Da kommt ein neuer Gegner, glaube ich. Sowas kenne ich noch. Oh, von hinten, wir haben mich aufgepasst. Scheiße, das war mein Fehler. Warte, warte, ich habe nur eine Granate. Die haut rein. Oh mein Gott, das war mein Ende. Scheiße. Nein, du lebst noch, du lebst noch. Bleib schnell, halt die Stellung. Ja, schön getroffen. Okay, zurückziehen. Boah, von der Seite, von der Seite. Motor, Muttersägenmassaker, Mann. Der kennt Säge und rastet aus. Oh Gott, ich muss hier weg. Nein. Oh, fuck. Ich bin in der Falle. Ich muss weg, ich bin in der Falle. Ich häng drin. Ich bin tot. Nein. Der hat mich weggesägt. Ich hab zu lange Ich stehe in der Ecke, ich stehe in der Ecke. Ich komme hier nicht weg. Die Tür geht nicht auf. Doch, die Tür geht auf. Oh nein, hinter. Da sind noch mehr. Der Muttersägenmann ist da. Oh, Benny. Oh Gott, du arme Sau. Oh nein, das kann ich nicht mehr haben. Nein. Er hat mich. Benny, nein. Ich muss nachladen. Ja! Sehr geil!
Okay. Nein! Von hinten! Oh, nein! Das die ist war so viel schlecht. Spiel. Die war viel schlecht. Ich nein. muss hier weg. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nein, oh Gott, nein, oh du Gott, bist echt tot. Du fällst hier im Moment um. Kuh, Kuh, Kuh. Drück Kuh, drück Kuh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das knapp. Ist das knapp, ob ich das schaffen werde. Bin mir nicht so sicher. Ich muss erstmal nachladen und da ist schon wieder ein Mann mit einem Messer, der auf mich losgeht. Oh mein Gott. Immer oh noch, Gott. Immer noch mehr Gegner. Kann ich mich heilen? Kann ich mich heilen? Jawohl, es ja, geht Mann, noch einmal. Du bist wieder fast halb oh, voll, aber Alter, hier ist eine Sackgasse. Sackgasse. Oh mein Gott. Puh. Nachladen. So. Wo kommen sie? Da. Alles voll. Ja, Mann, du schaffst es. Boah, Benny. Ja, richtig jawohl. Geil. Boah. Alter, super nice, ey. Hab ohne ich jetzt Benny. Pult. Richtig gut am Spiel. Huiuiui. Was sagt eigentlich die Uhr? Ist mal Zeit für eine Pause? Ist mal Zeit für eine Pause, oder was? Weiß nicht. Ja, ja ich kann mal eine machen. Vier Wellen haben wir geschafft, oder? Oder drei? Vielleicht auch erst drei. Oh, oh. Weißt du was? Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Wir trödeln ja, wir so müssen uns beeilen. Ah, vielleicht. Vielleicht kriegen wir es hin. Komm, wir machen, ey, wir machen. Oh, fuck. Warte, erstmal auffüllen hier die Waffen. Boah, erstmal ganz nach oben. Wo ist denn der Händler dieses Mal? Hier hinten. Alter, du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, wenn man zu viel Zeit jetzt vertrödelt, ist das natürlich bitter. Oh Gott. Nee, das schaffst du noch. Der ist da oben. Schnell Munition kaufen. Boah, ich bin gespannt. Also, das war auf jeden Fall die erste Folge und wir werden sehen, ob es beim Paris weitergeht. Oh Mann, ich bin auch sehr gespannt. Oder ob wir das verdaddeln. Wir werden sehen. Bis dahin, liebe Freunde. Ciao. Ciao, macht's gut.